Nach der 1:3-Niederlage gegen Elversberg bis zum ersten Gegentor in der 76. hatten die nicht viel zwingend. Das ist eine ärgerliche Niederlage. Ja, sehr ärgerlich. Also total unnötig. Ich finde, erste Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht. Auch nach vorne hin gute Entlassungen gehabt. Zweite Halbzeit standen wir bis zur 70. gut, hatten nach vorne schon weniger. Aber dann, als wir das erste Tor kassieren, dann direkt das zweite. Das darf nicht passieren. Und ja, das war sehr unnötig. Wie erklärst du dir das? Dann, wie du schon sagst, bis zur 70. eigentlich richtig gut verteidigt. Ihr seid dann immer mehr zurückgewichen. War bestimmt nicht der Plan. Nee, wir hatten einfach zu wenig Entlastung da vorne. Wir hatten kaum Torschancen in der zweiten Halbzeit. Dann fällt das erste nach einem Standard. Müssen wir besser dran sein, aber das passiert halt mal, Standard. Das zweite darf nicht passieren im Konter wieder. Und dann müssen wir besser verteidigen, besser umschalten. Und wir brauchen halt mehr Entlastung. Dann müssen wir die Angriffe besser ausspielen. Ja, zweite Niederlage in Serie jetzt. Wie wollt ihr die Kurve kriegen? Ja, einfach weiter hart arbeiten. Nächste Woche muss gewonnen werden. Also da sind wir klar Favorit. Da muss gewonnen werden, egal wie. Dann am besten so mit einer Leistung wie in der ersten Halbzeit spielerisch auch überzeugen. Und dann am Ende müssen wir da halt die Kurve kriegen wieder. Ja, die Sache im Griff. Warum verliert er dann noch? Ja, der Gegner hatte in der ersten Halbzeit eine riesen Großchance. Haben wir uns reingeschmissen, haben wir geblockt. Da machen wir das 1-0 verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Kriegen 200%ige Elfmeter nicht, finde ich. Ja. Wenn du dann das 2-0 machst mit dem Elfmeter, denke ich, geht das Ding sicher nach Hause. In der zweiten Halbzeit auch. Standen wir gut. Die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit. Ja, dann kriegen wir nach der Ecke halt so ein doofes Tor rein. 1-1. Das zweite Tor haben wir uns quasi selber rein. Ja, wie gesagt, und dann wurde mal das dritte Tor ausgekontert, aber ich würde mal sagen, der Gegner weiß heute selber nicht, wie die das Spiel hier gewonnen haben. Du musstest raus? Hast du den Rücken gefasst? Rückenverletzung oder warum musstest ja, du raus? Ja, ich habe seit mehreren Wochen habe ich einen Nerv im Rücken eingeklemmt, aber es ist halt ein Schmerz, der irgendwann mal eintritt und dann blockiert alles. Also ist jetzt nichts Schlimmeres, aber es ist halt eine blöde Verletzung. Bis zum Ausgleich hatte der Gegner nicht wirklich zwingende Torschancen. Ja, wie fällt das Fazit aus? Nee, völlig richtig. Ersten Halbzeit ein Torschuss. Zweite Halbzeit ein Kopfball aus 8 Metern. Freddy hat einen relativ ruhigen Nachmittag erlebt. Ja, aber kriegst halt hinten raus aus einer Standardsituation und dann eben aus Fehlerhaftigkeit 2 Gegentore. Konter hinten raus werte ich nicht mehr, weil ich glaube auch, wenn der nicht gesetzt wird in der 90. Minute, sind wir trotzdem nicht in der Lage, einen Ausgleich zu erzielen, weil Elversberg schon defensiv auch eine hohe Qualität hat. Wir haben es versäumt in der ersten Halbzeit, sicherlich mit der ein oder anderen Umschaltaktion, der ein oder anderen Torchance, die wir da hatten, oder gegebenenfalls dieser Elfmetersituation schon ein Tor mehr zu machen. Und da läuft sie immer mal Gefahr, ein Gegentor zu kriegen. Wir hätten das zweite nicht kriegen dürfen. Ja, das war vermeidbar. Ja, jetzt steht eigentlich eine gute Heimleistung
aber eine Niederlage zu Buche. Jetzt geht es auswärts nach Völklingen. Ist da schon Druck da oder sagt man sich, ja, wir fahren nach Völklingen, um zu gewinnen? Wir sind der Favorit, auch wenn es auswärts ist. Nee, natürlich. Druck hast du in jedem Spiel, weil du jedes Spiel auch irgendwo gewinnen willst und weil wir auch im Rahmen unserer Situation in jedes Spiel reingehen, was wir dann auch gewinnen wollen. Aber es wird kein Selbstgänger. Ich glaube, dann sind wir in der Situation, dass wir eher der Favorit sind und müssen dann schauen, dass wir das Unschaltspiel des Gegners irgendwo unterbinden und gleichzeitig dann eher im Rahmen vom Ballbesitzspiel versuchen, uns Torchancen zu erarbeiten. Es wird mit Sicherheit kein Spaziergang, weil Völklingen schon auch gezeigt hat, dass sie in der Liga angekommen sind. Aber wir werden das Thema im Rahmen der nächsten Tage genau analysieren und werden uns gut vorbereiten. Und dann fahren wir sicherlich jetzt nicht mit breiter Brust nach Völklingen, aber fahren mit einem gesunden Selbstverständnis dahin, dass wir dann eben auch 3 Punkte holen wollen. Okay, jetzt noch einen kurzen abschließenden Satz zu den Verletzten. Sind Stammspieler, die im Moment ausfallen, tut schon weh? Ja klar, ich meine, Kader hat sich jetzt zu diesem Spieltag hin selbst aufgestellt. Es waren 16 Feldspieler im Kader. Es war keiner, den wir auf der Tribüne oder zu Hause lassen mussten. Und gleichzeitig sind es verletzte Spieler, die natürlich wehtun. Aber es ist nicht zu beeinflussen. Jeder hat den Anspruch von den Jungs innerhalb der Mannschaft dann auch spielen zu wollen. Und dann müssen sie halt in der Lage sein, dann auch zum Spieltag hin eben eine gute Leistung abzurufen. Das haben wir heute über weite Teile des Spiels hingekriegt, aber halt in der einen oder anderen Situation nicht und dann wirst du bestraft.